Das war gleichermaßen zu erwarten und vielleicht auch zu befürchten, was derzeit passiert. Niemand lehnt sich aus dem Fenster, alle warten auf den Mittwoch, denn das ist die entscheidende Weichenstellung für die Märkte. Ob die Renditen weiter nach oben gehen oder fallen, ob damit die Aktienmärkte, vor allem der Tech-Sektor, weiter fällt oder eben doch wieder nach oben geht. Und das wird eine sehr, sehr interessante Fed-Sitzung und Jerome Powell wird da sicherlich eine der schwierigsten Gratwanderungen machen müssen, jetzt am Mittwoch. Dementsprechend ist auch der Ausgang so ziemlich ungewiss und das wollen wir uns zunächst mal anschauen. Ja, alle warten auf Jerome Powell. Einmal mehr ein Beleg für die These, dass die Notenbanken die Märkte faktisch beherrschen. Diese Märkte sind derartig manipuliert, die Anleihemärkte sowieso, aber die Aktienmärkte auch. Das sozusagen ohne den Godfather, nämlich die liquiditätsspendenden Notenbanken, eigentlich gar nichts mehr geht. Und man sieht das heute gelegentlich so ein hirntoter Handel, hat man fast das Gefühl, es geht mal ein bisschen rauf, dann geht es wieder ein bisschen runter, dann geht es wieder ein bisschen rauf, aber irgendwie keine klare Richtungsentscheidung, enge Handelsranges, wenig Volumen an den Märkten, niemand will jetzt sozusagen schon große Risiken eingehen, sondern man sagt sich, da warten wir erstmal ab. Aber da staut sich natürlich jetzt etwas auf, das könnte bis Mittwochabend so weitergehen. Dementsprechend wird dann eine sehr intensive Reaktion erfolgen, so ist zu erwarten. Die Schwierigkeit für die Fed besteht jetzt darin, dass sie jetzt im März oder auf ihrer März-Sitzung die sogenannten Projections liefern muss. Das sind also die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum erstens und zweitens die Erwartungen für die Inflation. Und das ist natürlich jetzt eine blöde Situation, denn Jerome Powell und die Fed haben ja immer wieder gesagt, ja, also wir werden die Geldpolitik nicht verändern auf absehbare Zeit, bis Vollbeschäftigung herrscht und die Inflation bei 237% steht. Und jetzt hat man die Situation, dass eben die Wachstumserwartungen durch die Decke schießen geradezu und die Märkte eben auch erwarten, dass die Inflation durch die Decke schießt ein Stück weit. Und die Fed muss gleichzeitig begründen, warum sie angesichts dieser Erwartungen und dieser Projektionen trotzdem die Geldpolitik so lax hält, wie sie es bisher tut. Eigentlich ein intellektueller Spagat, der nicht zu bewältigen ist, ohne schwere Leistenverletzungen, wenn man so will, aber das wird Jerome Powell wieder liefern müssen und das ist sozusagen jetzt der entscheidende Punkt, wie wird dieser Spagat gelingen, ist er überzeugend, ist er nicht überzeugend, eins ist sehr wahrscheinlich, Jerome Powell wird nichts gegen die Anstiege der Renditen sagen, denn die sind aus Sicht der Fed gar nicht so schlimm, wir haben eine Versteigerung der Zinskurve, das ist okay. Wir haben kein extremes Überschießen jetzt der Renditen, das ist auch okay und die steigen aus den richtigen Gründen aus Sicht der Fed, nämlich aufgrund der Wachstumserwartungen und eben auch einem Anziehen der Inflationserwartungen. Solange sozusagen die Dinge nicht völlig aus dem Ruder laufen, wird die Fed wahrscheinlich sagen, ja, dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an, ist halt wie es ist und dementsprechend wird das sicherlich einiges an Reaktionen auslösen, wie man sich da positioniert, was man da sagt seitens der Fed und vor allem seitens auch von Jerome Powell. Die Wachstumserwartungen der Fed, die jetzt noch aktiv sind, die sozusagen jetzt noch gültig sind, die, so bemerkt das Bloomberg hier, die stammen so ein bisschen gefühlt aus der Steinzeit, also da muss man ganz anders vorgehen. Wir haben jetzt drei Fragen an Jerome Powell wahrscheinlich, die im Fokus stehen. Was ist eigentlich gemeint mit einem moderaten Overshooting der Inflation? Also dieses moderate Überschießen der Inflation, was soll denn das bitte sein? Sind die 3%, die wir mindestens sehen werden im März und im April aufgrund des Vorjahresvergleichs? Ist das moderat oder ist das schon ein bisschen viel? Dann geht es um diese SLR Reliefs, also praktisch die Verlängerung dieser Supplementary Leverage Ratio, also dieser Maßnahme, die es den Banken erlaubt hat, weniger Eigenkapital in Relation zu ihren Assets vorzuhalten. Das wird ein wichtiger Punkt. Sollte das nicht passieren, und das ist eben der entscheidende zweite Punkt, dann werden wahrscheinlich die Banken gezwungen, viele Staatsanleihen zu verkaufen. Das würde den Aufwärtsdruck für die Renditen steigern. Und will the Fed try to contain long bond yields? Also wird die Notenbank versuchen, die länger laufenden Renditen, entweder 10-jährige oder der 30-jährigen Staatsanleihe nach unten zu drücken. Bisher hat sie es nicht gemacht und nach meiner Auffassung spricht auch nicht dafür, dass sie nicht viel dafür, dass sie es jetzt tun wird, was sie vorher nicht getan hat. Obwohl Powell das letzte Mal nicht geliefert hat auf dieser Veranstaltung des Wall Street Journal.
Ja, die Renditen sind gestiegen, aber es ist jetzt eben auch kein Tsunami passiert, der sozusagen alles weggespült hätte. Schauen wir uns mal an, was die anderen so denken, zum Beispiel die Goldmänner. Die sagen, ja, erstes Quartal 2021 plus 6%, von vorher plus 5,5%. Zweites Quartal plus 11%, drittes Quartal plus 8,5% und viertes Quartal plus 6,5%. Das ist natürlich schon ein bisschen Menge Holz nach diesem 1,9 Billionen Stimuluspaket. Also das sind ja Wachstumsraten, wie wir sie in den USA seit dem Koreakrieg nicht mehr gesehen haben. In Deutschland wahrscheinlich schon seit praktisch dieser Schlacht im Teutoburger Wald, die wahrscheinlich doch woanders stattgefunden hat, also schon seit Römerzeit, wenn man so will. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich exorbitante Erwartungen sind. Und da wird die Fed jetzt nicht so tun können, als würde es sozusagen dann nicht auch ein Anziehen der Verbraucherpreise, das ist ja die Definition letztendlich von Inflation, zumindest offiziell. Auch mir ist bewusst, es gab viele Kommentare auf YouTube, dass wir eine Assetpreisinflation haben. Bei Aktien, bei Immobilien, auch bei Bitcoin etc. ist ja völlig klar. Aber die offizielle Definition ist nun mal eine Verteuerung der Güter für die Konsumenten, wenn man so will, kurz gefasst. Und das ist dann sehr wahrscheinlich, dass wir angesichts solcher Wachstumsraten mit massiv anziehender Nachfrage, mit dann der Situation, dass dann eben auch möglicherweise die Arbeitnehmer höhere Löhne fordern werden, dass das einen inflationären Effekt haben könnte. Und wir sehen hier, ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, diesen Vergleich, wie man aus Rezessionen kommt in den USA. Das ist die schnellste Erholung aus einer Rezession. Es ist, by the way, natürlich auch die mit Abstand schnellste Erholung der Aktienmärkte. Aber es ist hier, was Sie da abgebrochen sehen, dieses dunkelblaue, das ist das Jahr 2020. Und das ist natürlich auch alles anders als zuvor. Es waren vorher viel längere Prozesse, jetzt plötzlich totaler Shutdown, totaler Lockdown, dann wieder aufmachen, alles springt wieder praktisch von 0 mehr oder weniger auf 100. Das sind ja auch sehr ungewöhnliche Zeiten, gar keine Frage. JP Morgan hier, eine Grafik dieser Großbank aus den USA, sagte, wir werden jetzt im ersten Quartal 2% Wachstum sehen weltweit, was also das reale BIP betrifft der Welt, und dann im zweiten Quartal 8%, im dritten Quartal 7%, dann 4%, 4%, 3%, 3%, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Aber das ist natürlich alles daran gebunden, dass wir irgendwann vielleicht alle Leute mal durchgeimpft haben und dann auch wirklich eine Immunität gegen Corona besteht. Also dass nicht Mutationen möglicherweise dafür sorgen, dass man wieder neue Vakzine entwickeln muss, was dann dauert, bis man dann alle wieder geimpft hat. Das würde dauern. Also das ist die optimistische Annahme. Das ist sozusagen jetzt das Kernszenario. Und wenn wir uns hier mal anschauen, diese 180-Grad-Drehung, das Narrativ hat sich so komplett gedreht im Vergleich zum letzten Jahr, also 2021, alles anders als 2020. Erstens die Vorstellung, dass kleine Firmen besonders profitieren, eben durch den Stimulus, der jetzt ausgeschüttet wird, dass globale Aktien, also nicht nur amerikanische Aktien, sondern die größeren Weltaktien sozusagen profitieren, weil der Dollar fallen wird und wir gleichzeitig höheres Wachstum haben. Drittens, dass Value-Aktien sehr gut performen durch eben den Anstieg der Kapitalmärkte, Zinsen und der Steepening of the Yield Curve, also der Versteilung der Zinskurve, dass Technologie underperformen wird, also schlechter laufen wird, weil eben die Leute mobiler wieder werden, weil sie sozusagen nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und irgendwelche Tätigkeiten vor dem Rechner machen, und dass die Bond-Yields steigen werden, eben aufgrund des Inflationsdrucks, und die Rohstoffe steigen werden aufgrund eben dieser Wachstumserwartungen und auch als Hedge gegen Inflation, möglicherweise ein Teufelskreis, die Leute kaufen Rohstoffe, um sich gegen Inflation abzusichern, um in einen Sachwert zu investieren, was dann wiederum mit gestiegenen Rohstoffpreisen, weil alle kaufen, dann wieder die Inflationserwartungen nach oben bringt. Dadurch müssen dann alle wieder oder wollen dann alle Rohstoffe kaufen, um sich gegen diese Inflation abzusichern. Also das könnte durchaus ein Teufelskreis sein. Und wir sehen dann die Konsequenzen zum Beispiel hier im Nasdaq, der technisch, auch charttechnisch, wie es Sven Henrik hier zeigt, am schlechtesten aussieht. Wir sind unter den Aufwärtstrend des seit 2020 bestehenden Aufwärtstrendkanals gefallen. Auf der einen Seite, wir sind unter dem 50-Tages-Durchschnitt. Auf der anderen Seite, und das sieht auch so ein bisschen so aus wie
im Jahr 2020, kurz vor dem Corona-Crash, wenn wir uns da mal anschauen, da sind wir, glaube ich, von 9.000 Punkten oder 8.000 irgendwas Punkten runter. Das war damals also noch relativ wenig, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir jetzt stehen. Aber sei es drum, also wenn wir das mal vergleichen mit Small Caps, mit vor allem dem Dow Jones, selbst mit dem DAX, dann sieht das doch deutlich schlechter aus. Und die Amerikaner, die sind schon ziemlich all in Equity Allocation in Relation zu dem verfügbaren Vermögen, so hoch wie never ever, muss also alles gut gehen. Und die Fed hat eben dann auch das Problem, dass sie diese Dinge nicht kaputt reden darf, sonst wird es immer schwieriger. Und wir schauen wir uns mal hier wahrscheinlich das persönliche Einkommen der Amerikaner wird jetzt im ersten Quartal 2021 seinen Hochpunkt erreichen. Manche haben ja schon ihre Stimulus-Schecks bekommen, andere werden sie bekommen. Wie viel geht davon in Aktien, wie viel geht davon in Bitcoin? Das wird die große Frage sein. Die Jüngeren werden wahrscheinlich Meme-Aktien und Bitcoin kaufen. Die Älteren werden es möglicherweise sparen oder manche werden Schulden abzahlen. Das wird die große Frage sein, was da passieren wird. Das ist natürlich so ein bisschen ein Sicherheitsnetz unter die Märkte zunächst mal, weil sich die Dickfische sagen, boah, die lassen wir erstmal kaufen. Dann werden wir vielleicht Preise sehen, die ein bisschen höher sind, wenn diese Herrschaften dann kaufen. Die Robin Hooder und Konsorten, also diese Privatinvestoren, haben es ja richtig gemacht im März, ab März 2020. Es passiert aber selten, dass sozusagen die Kleinanleger wirklich hier den Sechser im Lotto haben. Es bleibt ein Sechser im Lotto. Das nächste Mal hat man dann vielleicht ein oder zwei Richtige, aber eben nicht sechs Richtige. Und jetzt könnte es eben perspektivisch sein, auf der einen Seite, dass wir noch Infrastrukturprojekte bekommen, allerdings wohl erst im Herbst durch die beiden Regierungen, liegt schlichtweg daran, dass dann im September das Fiskaljahr neu beginnt in den USA und man hatte praktisch als Regierung dann die Möglichkeit, einmal ein Gesetz durchzubringen, wo man nicht ein 60-40-Verhältnis im Senat braucht, also wo man 60 Stimmen, nicht 60 Stimmen braucht, sondern wo 50 ausreichen würden. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern, könnte aber 4 Billionen betragen, wie manche schon mutmaßen. Aber vielleicht auch wichtig und absehbar wichtig ist, dass die beiden Regierungen offenkundig plant, die erste größere Steueranhebung seit dem Jahr 1993 zu machen. Und dann würden die Unternehmenssteuern von 21 auf 28% steigen. Das wäre ziemlich genau die Rückgängigmachung dessen, was Trump mit seiner Steuerreform gemacht hat. Da waren die Steuersätze bei 28, wurden auf 21 gesenkt für die Unternehmen. Jetzt also wieder retour. Und man würde dann die besser verdienen, denn die ab 400.000 Dollar verdienen im Jahr, die würde man dann höher besteuern. So zumindest der Plan, der heute durchgesickert ist. Und das ist etwas, was dann möglicherweise das zweite Halbjahr dann etwas belasten könnte für die Märkte. Wir sehen inflationäre Tendenzen weiter steigend. Heute in New York Manufacturing oder der New York Empire State Index, hier Manufacturing, sehen wir, dass wir jetzt die höchsten Inflationsraten haben seit dem Jahr 2011, also die größten Preissteigerungen, sowohl was die Inputpreise für die Unternehmen als auch die Verkaufspreise, also das, was die Unternehmen an Kosten haben, als auch das, was dann die Unternehmen an Kosten an die Verbraucher weitergeben, sind so stark gestiegen wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr, spricht also wenig dafür, dass dieser Inflationsdruck jetzt zunimmt. Ganz anderen Druck hat diese junge Dame, Sie kennen sie, La Merkel, und die hat gestern ja eine herbe Schlappe schon erlitten mit ihrer CDU, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz. Auch das ein Stück weit ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit diesem ganzen Impfdebakel, das wir ja in Deutschland haben. Und es wird nicht besser, sondern Deutschland hat jetzt beschlossen, auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts eben die Impfungen mit AstraZeneca auszusetzen. Und das, ich kenne Leute, die sind im Schuldienst zum Beispiel, haben mit Kindern zu tun. Die haben schon die erste Impfung bekommen für AstraZeneca. Das war es jetzt erstmal. Erstmal wird also nicht mehr geimpft. Und das wird natürlich die komplette Impfstrategie Deutschlands jetzt über den Haufen werfen. Nicht nur hat der AstraZeneca gesagt, man wird weniger Impfdosen liefern können, sondern jetzt ist die ganze Geschichte gestoppt und das Einzige, was einigermaßen ausreichend vorhanden war, war ja AstraZeneca-Impfstoff. BioNTech Pfizer ist da schon offenkundig etwas weniger vorhanden. Es geht offenkundig um Thrombosen in Hirnvenen. Das hatte dann faktisch Schlaganfälle zur Folge mit reparablen oder eben irreparablen Schäden zu tun, sprich Lähmungen etc. Manche versterben. Das ist ein sehr seltenes Phänomen. Etwa 30 Fälle sind da bekannt auf, glaube ich, knapp über 1 Million Impfungen. Aber dennoch, es reicht. Andere Länder haben das ja schon
länger gemacht. Und auch die Amerikaner schauen sich das jetzt nochmal an. Hier sehen wir den Direktor der Nationalen Gesundheitsbehörde Collins, der gesagt hat, also wir gucken uns jetzt die Genehmigungsverfahren nochmal an, die hier da der Fall waren. Auch der Druck auf die Amerikaner wird ja größer, wenn jetzt halb Europa im Prinzip und auch einige asiatische Länder eben AstraZeneca-Impfungen erstmal gestoppt haben. Also das wird ein wichtiger Punkt und die Frage, die man natürlich stellen muss, wie schaut die Gesamtrechnung aus? Wir haben dann vielleicht einige Kollateralschäden, Menschen, die versterben, Schlaganfälle bekommen, aber natürlich andere und die allermeisten nicht. 30 von 1, irgendwas Millionen ist natürlich jetzt keine sehr große Zahl. Also ist die Kosten-Nutzen-Rechnung, stimmt das? Ist das letztendlich das Risiko nicht wert, ja oder nein? Eine ethische Frage. Wahrscheinlich muss man so entscheiden, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt doch eine gewisse Häufung haben von solchen Fällen, müssen wir das tun. Und ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich hatte heute Morgen im Blog, in meinem Videoausblick, den Blocktrainer erwähnt, diese hervorragende Seite und diese sehr kompetenten Aussagen über Kryptowährungen und Bitcoin speziell. Der Blocktrainer hat dann auf mein Video sehr nett reagiert, wie ich finde, hat dann ein Interviewangebot gemacht. Ich hatte vorher schon mal eine Mail geschrieben, ob wir uns nicht mal unterhalten könnten. Also es sieht so aus, als würde das klappen, möglicherweise in zwei Sitzungen, wo wir zwei Themenkomplexe mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Finde ich super nett, das ist eine ganz tolle Reaktion und das ist wirklich mit das Beste, was ich persönlich natürlich mit meinem bescheidenen Wissen über diese Thematik bisher gesehen habe. Also das könnte durchaus passieren, dass das demnächst mal hier stattfindet, würde mich persönlich sehr, sehr interessieren. Die Märkte insgesamt dürften jetzt eben bis Mittwoch, naja, mäßig spannend sein. Ist für mich etwas undankbar, Ihnen diese Botschaft zu überbringen. Es macht mehr Spaß, wenn spannende Dinge passieren, aber es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Und dementsprechend werde ich auch morgen einen Videoausblick machen und ein Marktgeflüster. Und ich habe die Hoffnung, dass mir da schon etwas einfällt, was ich Ihnen erzählen kann. Jetzt fällt mir ein, einen wunderschönen Feierabend zu wünschen. Ich sage Servus und Ciao.